Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus, willkommen zurück in Far Cry 5. Ich habe hier das Silver Lake Lager erstmal wieder schön befreit. Wir müssen eigentlich davon zum Funkturm, aber auf der Karte habe ich ja entdeckt, dass hier noch ein weiterer Schrein ist, der sich dort befindet. Und da werde ich den mal einen Besuch abstatten. So, Wegpunkt gesetzt. Es führt mich auch in die Richtung, ist gar nicht so weit weg. Ich habe immer noch so einen Gefährte hier dabei. Ob ich das so toll finde, dass mir immer so einer hinterherläuft, muss ich mal weiterhin beobachten. Ob die nicht vielleicht einfach nur lästig sind. Ja, vielen Dank an alle, die ersten drei Videos hier schon mal fleißig bewertet haben auf meinem Kanal. Freut mich, wenn das Let's Play bisher bei euch gut ankommt. Mal schauen, wie sich das lange hält. Na, die Aufmerksamkeitsspanne oder so ist ja nicht immer so lang. Nach ein paar Folgen gehen ja dann die ein oder anderen Leute. Aber das ist natürlich Geschmackssache, ob man meine Art des Let's Playen hier mag oder nicht. Dafür gibt es ja verschiedene Kanäle, die alle ihren eigenen Stil haben. Und das hier ist meiner. Sollte euch das Ganze gefallen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da für das Video. Ich würde mich freuen. So, wir müssen erstmal da drüber. Mach mal, da ist ein Fisch. Ich habe eine Baseballkeule, damit angel ich dich. Hab noch keine Angel. Warum willst du vorrücken? Habe ich dir gesagt, du sollst vorrücken? Wenn ich nicht sage, rück vor, dann machst du gar nichts. Ich hier bin Chef. So. Hier brauchen wir gar nicht so viel schwimmen. Also überqueren wir einfach hier das Ding. Guck mal, der Nebel, der hinten da über die Bäume zieht. Wir befinden uns immer noch auf Dutch's Insel. So, gehen wir mal in die Schleichposition. Wir sitzen nicht da und heulen rum. Ich suche mir einen besseren Winkel. Okay. Oh, 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 oh. Die sieht mich doch hier noch. Ich kann gar nicht richtig mein Fernglas gleich kurz rausholen, weil die hier schon gleich wieder in die Richtung schauen. Na, hier im Gras geht's. Sind das nur die... Es ist ja nur ein Schrein, ne? Aber da müssen doch noch ein paar mehr sein. Kaum zu glauben, dass uns der Kollaps bald ereilt. Wo ist denn meine Langwaffe? Mein Bogen habe ich noch. Und da ist noch einer gekommen. Okay, der läuft wieder weg. Komisch. Luft anhalten. Feuer. Was zum Teufel? Er weiß nicht, woher es kam. Und nochmal ins Gesicht. Der hat auch noch nichts mitbekommen da oben. Oh, auf der Entfernung überlebt er den einen Schuss. Aber den zweiten nicht. Hab den Bogen ja noch recht neu, aber muss sagen, geiles Teil. Was ist denn das? Deine Hand ist im Boden drin, im Matsch. So, MP-Munition voll. Warum konnte ich da eigentlich nicht schon wieder meine... Achso doch, Pfeile zieht da raus, wenn man einfach über die Leichen wegläuft. Hier die Hand noch hoch, von wegen, als wollte sie sagen, ich komme in Frieden. Kann man auch den Pfeil durch die Hand schießen? Naja, okay, sammelt er dann sofort wieder ein. Perfekt. Oder sie. Ich bin ja eine Dame hier. Gott sei Dank. Okay. Irgendjemand passt auf mich auf. Irgendjemand passt auf dich auf? Also ich passe nicht auf dich auf. Dafür habe ich nicht unterschrieben. Schrein zerstört. Hier überall die blauen Seile, dass man die auch überall hochklettern kann. Kann sich auch so von den hinten anschleichen, hier hochklettern, hätte sie von der Seite machen können. Also viele Möglichkeiten in der Vorgehensweise. Warte, da war was, da war's. Achso. Pistolmunition. Okay, das war der letzte. Schrein und Außenposten hier. Hier sieht man das, die Dutch's Insel ist ja nicht so groß. Schnellreisepunkt da. So, zentraler Funkturm. Zu nehmen und was nützlich gehen ist, wir mal dahin zu machen. Da ist der Funkturm. Ob wir da hochklettern müssen? Ich brauche unbedingt noch einen zweiten größeren Platz, damit ich auch so ein MG mitnehmen kann. Und nicht nur auf den Bogen angewiesen bin. Denn stell dir mal vor, ich werde irgendwie gesehen. Und dann habe ich nur den Bogen, um mich zu wehren. Und dann kommen vielleicht noch stärkere Gegner. Dann wäre so eine MP wäre natürlich auch eine feine Sache. Ente! Jawohl. Mein erstes Wild hier zerlegt. Warum wird denn nicht angezeigt, wo das Ding liegt? Jeder hat schon mal irgendwann was besessen, aber wer was kann, ist ein Vorteil. Es gibt immer einen, der dich für irgendwas braucht.
Zwei Federn habe ich bekommen von der Ente. Geil. Zwei Federn. Ich dachte, er gibt mir schön Chicken Wings oder sowas. Nee. Gar nicht. Oh, ich muss da hoch. Aber hier sind doch bestimmt Gegner, oder? Am Funkturm. Ich höre ja aber niemanden. Blinkt da was? Nee, das ist eine Sonnenspiegelung. Der Funkturm ist ungeschützt. Ich könnte was zu trinken brauchen, aber selbst das kriegt man heutzutage nicht mehr. Ey. Ich habe dich nicht gefragt. Hättest dir deinen Rucksack mitnehmen können und was trinken können, ne? Ich bin hier nicht da, um deine Mama zu spielen. Guck mal, da ist auch so ein Seil. Man kann da vielleicht von der Insel runtersliden dann. Hier ist noch ein Zaun, aber man kann hier nicht rein, oder? Hier vielleicht? Oh doch, guck mal, da drin sind voll viele Sachen. Eine Werkbank und sowas. Ah, die Kiste hätte ich noch plündern können. Aber hier ist eine Tür. Ich will da rein. Wo ist denn die Tür eigentlich echt? Hier. Schlüssel benötigt. Schlüssel benötigt. Die meisten von uns hatten nur die Waffen, mit denen wir aufgewachsen sind. Die guten Sachen haben wir den Piggies geklaut. Können wir da nicht rauf aufs Dach? Da ist eine Werkbank und so ein Krams und so. Muss man irgendwie reinkommen. Die Holzwand hier. Kann man die nicht einreißen einfach? Gezielten Schuss oder so. Wo kriegt man den Schlüssel her für diesen Raum? Ist er da oben? Hat ihn dann liegen lassen vielleicht? Da sind nur hier, ne? Solarzellen. Diese Holzwand hier. Ich weiß nicht. Ich gehe erstmal auf den Funkturm rauf. Vielleicht finde ich dort noch was. Ich würde da nämlich schon gerne rein in das Haus da. Und auf der Seite, auf die Seite. So, von hier. Wenn du sie nicht besiegen kannst, schließ dich ihnen an. Nein! Wer das gemacht hat, tut mir leid. Ich schließe mich denen nicht an. Ich werde sie so hart besiegen. Hoffe ich jedenfalls. Hui! Also. Ich weiß, was du denkst, aber nein! Ich werde dich nicht im ganzen County auf Türme klettern lassen. Keine Sorge! Gott sei Dank. Pass trotzdem auf, dass du nicht runterfällst. Da ist die Brücke, wo er mich aufgefischt hat, ne? Wo ich weggesprengt wurde. Ich glaube, das ist hier. Und deswegen sind wir hier auf seine Insel gekommen. Musst du mir auch hier oben hinlaufen? Komm, ich sag jetzt mal... Bin dran. Bleib da stehen. Macht mir Angst, der Typ. Hier ist auch wirklich nicht so viel Platz, dass man hier zu zweit rumlaufen sollte. Ich schaue hier mal bei jeder Station, ob hier irgendwo vielleicht der Schlüssel liegt. Oder... Ist da am Haus nach? Also sowieso sehe ich das nicht. Vielleicht eine Dachluke. Dass man durchs Dach reinkommt oder so. Ne, da sind aber gar keine Fenster. Seht ihr? Da sind nur die Solarzellen drauf. Kein Fenster. Da muss man doch reinkommen. Bin ich oben? Ja, ich bin ganz oben. Aber hier liegt nirgendwo ein Schlüssel. Abseilen ist hier natürlich die schnellere Variante, aber ich will da unten rein. Da war eine Werkbank. Voll wichtig sah das aus. Dutchess Insel wurde befreit. Tja, Dutch. Jo. Ich krieg jetzt ein starkes Signal rein. Sieh mal auf deine Karte. Ich erklär dir, was ich so höre. Alles klar, erklär mal, Digga. Na endlich, jetzt können wir das gesamte County sehen. Rauszoomen. Hauptcounty ist in drei Regionen unterteilt. Im Norden sind die Whitetail Mountains. Ja. Guck mal, Dutchess Insel ist voll so in der Mitte. Ich hätte ja gedacht, das ist vielleicht so der Rand. Aber nee, es ist voll mittig. Ich kann mir also von der Mitte jetzt aussuchen, in welchen Bereich ich zuerst gehen möchte. Dr. Jacobs sieht das sagen. Der
der älteste Bruder dieser Scheißsippe. Jacob ist der, der die Sekte ausbildet. Und er ist verdammt gut in dem, was er tut. Eli und die Whitehill-Miliz haben alles gegen ihn versucht. Aber er wird ihnen schon bald den Gnadenstoß versetzen. Südöstlich von dort ist der Henbane River. Südöstlich? Das ist dann hier. Das Revier von Faith. Der kleinen Schwester. Ich habe viel darüber gehört, dass die Menschen dort im Bliss den Verstand verlieren. Im Westen findest du das Holland Valley. Holland Valley. John Seed ist da gerade erst aufgekreuzt und nimmt sich im Namen der Sekte einfach alles. Nahrung, Vorräte und sogar Menschen. Ich kriege jetzt noch viel mehr Signale aus dem gesamten County rein. Ich werde dich über alles Nützliche informieren. Okay. Hier sehen wir auch, welche Verbündeten wir in dem Fall hier hätten. Also hier ist der jüngste Bruder, der ist aber hier noch recht neu. Da haben wir hier... Hallo? Hier... Achso. Verdammt! Hallo? Hier ist Snake Rai! Die Sekte steht vor unserer Tür. Ich glaube, die wollen mein Flugzeug. Wir halten nicht mehr lange durch. Okay. Da in dem Fall braucht er also Hilfe. Der gute Ray and Sons wegen dem Flugzeug. Dann haben wir hier noch... Die Kirche? Die Pegas können wir einfach nicht in Ruhe lassen. Okay. Grace bei der Kirche. Wen haben wir hier? Ahoi, hier ist Sharky. Wir veranstalten ein Überraschungsgrillfest für hirntote Kultisten im Trailerpark. Okay. Okay, Moonflower Trailerpark haben wir da. Hier oben ist aber eigentlich ganz schön viel los, oder? Das sind doch auch alles Rekruten. Also hier das Tier kann man ja auch zähmen oder so, ne? Hier Adelaide beim Yachthafen, Schätzchen. Die Peggys überrennen uns. Keine Ahnung, wie lange wir uns diese Hurensöhne vom Hals halten können. Okay. Hier ist Jess. Jess Black. Bin beim Sägewerk. Die Tage des Kochs sind eindeutig gezählt. Jess beim Sägewerk klingt auch nett. Hey, Amigos. Ich bin's, Hulk. Verschanzt im Haus meines Alten. Yep, ich und Papa werden diesen Peggy-Schwanzlutschern fett in jeden Skate treten. Mhm. Und der Bär. Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Die Peggys haben alle Tiere mitgenommen, aber ich glaube, Cheeseburger läuft noch frei rum. Der Cheeseburger läuft frei rum. Der Bär heißt Cheeseburger, alles klar. Ja, ist natürlich die Frage, wo man zuerst hingeht. Angel's Peak, das ist wahrscheinlich hier die große Statue auf dem Berg, der so eher zentral steht. Also wo wir als erstes hingehen, ist ganz uns überlassen. Wir müssen nämlich, um zum Vater zu kommen, müssen wir erstmal die Geschwister nacheinander ausschalten. Okay. Also da ist ja als erstes der eine ist in der Mitte. Das ist der Jüngere, der ist hier unten, ne? Vielleicht gehe ich hier einfach so und fange links an. Links anfangen ist, glaube ich, immer eine feine Sache. Dann hier oben hin. Und als letztes die schöne Grace. Faith. Faith heißt sie. Faith. Okay. Der Nebel sollte sich bald lichten. Dann können wir dich von der Insel runterschaffen. Hab Geduld, es dauert nicht mehr lange. Der Nebel verschwindet also. Und dann sieht es auch schöner aus, wahrscheinlich. So, der Funke abgeschlossen. Eine Ubisoft-Club-Herausforderung. Dankeschön für der Funke. Ich glaube, ich gehe zuerst zum Täufer. Das war der jüngere Bruder, ne? Fangen wir an, ganz unten an bei der Sippschaft und machen den jüngeren kalt. Ach, Scheiße. Der Beauty, Scheiße? Ich krieg da gerade was Neues aus dem Holland Valley rein. Ja? Eine Übertragung von John. John. Das musst du sehen. Holland Valley ist doch unten links. Ja. Yep. Wir sind alle Sünder. Jeder von uns. Du, ich. Sogar der Vater kennt die Sünde nur allzu gut. Sie ist ein Gift, das uns den Verstand vernebelt. Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein? Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt, wahr werden könnte, wenn ich euch sage, dass ihr jedes Leid überwinden könnt, wenn ihr nur eine Idee akzeptiert? Dass die Freiheit von der Sünde erreicht wird durch die Macht von nur
einem Wort. Ja, ich bin ein Gender. Ja, ich möchte befreit werden. Ja, ich muss bald erlöst werden. Wenn ihr heute zuseht, dann seid ihr auserwählt worden. Ihr werdet geläutert. Ihr werdet bekennen eure Sünden. Und es wird euch eine Buße auferlegt. Keine Sorge. Ihr müsst überhaupt nichts dafür tun. Wir kommen zu euch. Willkommen bei Eden's Gate. John Seed hat deine Partnerin Hudson erwischt. Die steckt mächtig in der Scheiße, Jungspund. Du musst sie da rausholen. Okay, das klingt doch gut. John Seed, der Jüngere, und er ist auch erst neu da in dem Gebiet angekommen, das heißt, Jungspund! Ja? Ich hab dir für den Anfang drei Orte auf der Karte markiert. Das Sägewerk im Norden, das Hope County Gefängnis im Osten und die Stadt Falls End im Westen. Deine Entscheidung, aber wenn ich du wäre, würde ich mit Falls End anfangen. Du würdest mit Falls End anfangen? Das schaue ich mir gleich erstmal an. Falls End, okay, es gibt ja mir schon die Story-Mission. Ja, dankeschön. Okay. Ja, also der junge John Seed, der ist ja erst neu in dem Gebiet da. Das heißt, da sind noch vielleicht noch nicht so viele Leute jetzt von ihm zur Sekte übergelaufen. Da kann man vielleicht noch viele Verbündete rufen oder finden. So, bei der Jagd kannst du Häute und Köder sammeln. Rüste einen Köder über das Waffenrad aus. Drücke R1, um ihn zu werfen, damit wird ein Raubtier angelockt, das die nächstbeste Beute angreift. Wenn du Tiere mit Nahkampfwaffen oder Pfeilen erlegst, erhältst du mehr Häute und Köder. Ah, okay. Pfeile oder Nahkampfwaffen, damit das Fell nicht beschädigt wird. Macht Sinn. Rohrbombe mal 3. Guck mal, jetzt sieht man richtig schön hier die Landschaft, weil der ganze Nebel weg ist. Toll. Sowas habe ich ja gehofft. Dass vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Weitsicht da ist. Alles klar. Dann schaue ich jetzt mal. Wo ist denn dieses Gebiet? Falls End. Ja doch, da wollte ich doch sowieso hin. Falls End übernommen. Wenn du mich hörst und wenn du uns helfen kannst, dann brauchen wir dich. Mary Alles May klar. Out. Da ist Falls End. Das ist doch super. Eden's Gate hat Falls End übernommen. Befreie die Einwohner und verteidige die Stadt gegen die Sekte. Jo. Aber ich will da unten noch in das Gebäude rein. Ich gehe mal da hin, weil da steht auch noch so eine Hütte. Hui! Okay, ich bin da. Guck mal, es sieht viel schöner aus hier ohne den Nebel. Sind da viel bessere Farben. Hier dann was liegen lassen. Nach Lehrbuch. Mom! Mona vertraut auf mich, dass ich auf sie aufpasse. Ihr Dad ist wirklich der Sekte beigetreten. Sie fühlt sich nicht mehr sicher und wir wollen euch nicht in Gefahr bringen. Wir hauen ab. Wir wollen mit Garrets Truck ausleihen, aber am Silver Lake wimmelt es nur so von Peggys. Wir haben im Wald einen festgefahrenen Erntetruck der Sekte gefunden. Da drin wird uns keiner vermuten. Wir bleiben da über Nacht. Der ist vollgepackt mit Essen und erbeuteten Vorräten. Wer weiß, vielleicht ist da auch Zeug für uns dabei? Ich melde mich, wenn wir nicht mehr von Irren umgeben sind, Jack. Aber hier ist Blut. Sieht nicht gut aus, ob die Diener noch drin sind. Hallo? Seid ihr da noch drin? Da 5 Meter für irgendwas. Und da ist auch noch dieses Zeichen da. Ist das ein Zeichen für Vorräte wahrscheinlich, oder? Jetzt muss ich ja übelst krass ranzoomen. Wow, was für eine Kamerafahrt. Okay, wir haben jetzt nur neue Symbole. Guck mal, hier haben wir Boote. Boote, Boote, Boote. Und da haben wir ein Quad. Und das hier ist Erntetruck. Okay. Was kann man denn mit Erntetrucks anstellen? Das ist ja nur der Container. Soll man die zerstören? Was soll man damit machen? Wäre mal eine Erklärung gut. Oh, was war das? Interagieren. Ah. Wenn ich da hinguck, weißt du? Ich habe da hingeguckt. Ah, jetzt ist er offen.
Wollust. Aha, haben wir eine Sünde begangen? Hier ist aber nur Jack drin. Mit einer... Warte mal, oh, das ist eine Alu-Baseball-Keule, oder? Die vertausche ich mal. Ich hatte nur so ein Holzding. Alu ist besser. So. Keine Nachrichten mehr hier oder so? Doch, hier. Okay, Leidensgeschichte. Mama, bitte sag Papa nichts. Ich verstehe nicht, wie er auf diesen arschgesichtigen Vater Joseph hören kann. Schließt er sich jetzt diesen Erntegruppe an, um was zu tun? Gegen unsere Nachbarn zu kämpfen? Jack und ich sind in dieser Rangierstation, wo er letztes Jahr gearbeitet hat. Uns geht's gut. Wir werden abhauen und heiraten und ein echtes Leben beginnen. Bewaffnete Leute von Eden's Gate, soweit das Auge reicht. Bitte pass auf dich auf und versuche Papa zu Verstand zu bringen. Hab dich lieb. Okay. Toilettpapier! So. Und das war's jetzt? Vielleicht gibt es noch mehrere Erntetrucks, wo man so bessere Sachen finden kann. Aber hier war ja jetzt nicht Nitro. Nicht so viel drin. Klopapier, okay. Okay. Hat mir aber immer noch nichts geholfen, wie ich jetzt hier reinkomme. Ich bin ja immer noch am Überlegen, ob ich versuchen sollte... Mit einem Fahrzeug folgst du am besten der Schotterstraße von der Insel bis zur Teufelsgabelung und fährst dann immer der Nase nach, ganz wie es dir beliebt. Viel Glück, Deputy. Ich melde mich wieder, wenn ich mehr weiß. Dutch out. Dankeschön, da macht er ja einfach auf. Hätte ja mal früher sagen können, hätte ich mir nicht so einen Stress gemacht. Hätte ich vorher nicht so viel gesucht. Aber wer soll ich das wissen? So, hier sind nämlich noch Schrauben. Nein, 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 nein. Ich will meinen Bogen behalten. Meinen schönen Bogen. So, das ist hier... Okay, mit Werkbanken kann ich noch nicht was machen. Vielleicht werden die später freigeschaltet. Was ist mit der Munition? Scheint voll zu sein. Da macht er nämlich nichts mit. Aber guck mal, jetzt ist die Tür auch auf. Jetzt brauche ich da keinen Schlüssel mehr für. Memo der Parkaufsicht. Einige Anhänger von Eden's Gate wurden beim Silver Lake gesehen. Ihnen wurde mehrfach gesagt, dass sie keine Genehmigung haben, dort etwas zu bauen. Aber trotzdem scheinen sie irgendwelche kleinen Gebäude zu errichten. Sie scheinen auch unberechtigerweise auf dem alten Roosevelt-Anwesen herumzulaufen. Vielleicht müssen wir etwas härter durchgreifen, um sie dort wegzuschaffen und für ihre Sicherheit zu sorgen. Für ihre Sicherheit zu sorgen. Ihr solltet lieber mal für eure Sicherheit sorgen und die Leute mit Pumpguns einfach mal wegbratzen. Gehäuse, Nitro und so weiter. Okay, jetzt können wir Quad fahren. Reng, deng, deng. Okay, vorwärts, rückwärts, Handbremse, schießen, L1. Oh, da schießt er dadurch automatisch. Ist ja krass. Okay, Fahrzeug verlassen, schießen, gedrückt halten, Dose werfen. Dose werfen, okay. Fahrhilfe. Mhm, was ist denn Fahrhilfe? Hupe. Funktioniert. Ausgerüstete Wurfgeschoss einsetzen. Fahrhilfe, kein Signal. Keine Ahnung, was Fahrhilfe war. Ich weiß gar nicht, wo lang. Hätte ich mal zuhören müssen. So, ich gucke mal auf die Karte. Also hier rüber heizen. Okay, also muss ich hier rechts. Dann hier. Muss ich wahrscheinlich über diese Brücke. Ja. Wenn ich aber über diese Brücke hier fahre, dann kann ich ja hier noch bei Ray Ray vorbeifahren. Den Funkspruch habe ich doch schon im anderen Gebäude gehört, oder? Dann fahre ich hier raus, hier über die Brücke. Was sind das für Fälle hier? Achso, das ist nochmal ein Quad. Alles klar. Okay, fahre ich bei Ray Ray vorbei. Also... Da lang, oder? Nope. Verwehrt bin... Aua! Klappt ja gute. Ich bin der perfekte Fahrer. Das Ding ist mal laut, ey. Okay. Hier ist die Straße und jetzt über die Brücke. Faith Thieves Region. Ja? Du darfst deinen Sinnen nicht trauen. Und auf gar keinen Fall darfst du auch nur ein Wort von Faith glauben. Und halte dich von diesen weißen Blumen fern. Sie wirken harmlos, aber die stellen irgendwas in deinem Gehirn an. Wenn
du auf diese herumschlurfenden Junkies triffst. Die Sekte nennt sie Angels. Aber sie können dich zerreißen wie Papier, wenn sie wollen. Okay. Ich wollte aber gar nicht hin. Aber was waren das für Explosionen gerade überall? Ich will da vorne rechts. Oh, ist da Straßensperre? Nee. Doch, Straßensperre! So, jetzt schon Zielsregion. Wird verfolgt. Hör mal, Jungspund. Das Tal wird langsam zum Kriegsgebiet. Die Sekte reißt Nahrung, Waren und Ausrüstung an sich. Alles, was ihnen in die Hände fällt. Sogar Menschen. John Seed jagt sie aus ihren Häusern und zwingt sie, sich der Sekte anzuschließen. Wer sich weigert, tja, dem ergeht es richtig mies. Am schlimmsten sieht's um False End aus. Fang am besten dort an. Okay, bin dabei. Hier ist eine Apfelplantage hier. Nice. Äpfel. Unzerstörbare Äpfel. Wo ist der? Da vorne. Jawohl. Keine Chance hast du. So, das ging doch mal gut. Muss ich nur auf die richtige Route kommen, um zu Ray Ray zu kommen. Okay, jetzt guck mal, da auf dem Kompass sind so viele Sachen. Da sind noch verschiedene Fahrzeuge, ein Jeep. Da haben wir ein Boot. Sogar grün. Und das Flugzeug. Da haben wir das. Ich muss mir einfach mal bei Ray Ray eine Markierung setzen. Okay, das ist aber hier noch ein bisschen mehr, ey. Irgendwas Wichtiges. Was haben wir da? Ein Silo. Silo scheint man zerstören zu können. Vielleicht hilft das auch, um diesen Fortschritt weiterzumachen. Probiere ich mal aus, damit wir das wissen. Wir können hier auch mit einem Traktor fahren. Geil. Und hier haben wir einen Weißwildhirsch. Könnte ich vielleicht auch mal niedermachen, damit man da schon mal ein paar Sachen farmt, sozusagen. Und hier haben wir noch Versorgungsfahrzeug der Sekte. Okay, Versorgungsfahrzeug können wir zerstören. Das Silo können wir zerstören. Einiges zu tun. Ich werde erstmal schauen, so die verschiedenen Symbole mal abfarmen sozusagen, um zu gucken, was die alles so bringen, damit wir dann später, für den späteren Spielverlauf wissen, was das alles bringt, überhaupt diese Sachen zu machen. Erstmal ja noch das Spiel ein bisschen kennenlernen, ne? Und dann geht es auch in der nächsten Folge weiter, Leute. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wenn euch die Folge gefallen haben sollte, lasst noch einen Daumen nach oben da und dann sage ich wie immer ciao, bis zum nächsten Mal von Far Cry 5 hier. Macht's gut.